Wir sind in der Stichwahl, alles andere zählt nicht und von daher, das Ergebnis ist akzeptabel und auch, ja, es ist letztendlich okay für mich. Herr Schieske, ja, zweiter Platz bei der Oberbürgermeisterwahl, erstmal persönlich damit gerechnet oder sich dann doch vielleicht mehr erhofft? Ja, na gut, wir sind in der Stichwahl, alles andere zählt nicht und von daher, das Ergebnis ist akzeptabel und auch, ja, es ist letztendlich okay für mich. Wie haben Sie denn den Abend heute erlebt? Ja, na gut, ich bin zu 6:30 hierher gefahren und habe dann letztendlich mir das alles angeschaut. Wir hatten ja hier die Live-Übertragung und ja, wir haben natürlich mitgefiebert. Man ist natürlich ein bisschen angespannt und jetzt ist die Anspannung weg und alles ist gut. Kurz noch mal Angst gehabt, dass durch CDU knapp werden könnte bei Ihnen? Nein, ich meine, das war ja immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen und ja, ich meine, Herr Bergner ist nun mal hier in der Stadtverwaltung sehr bekannt, ist im Stadtbild ja auffällig und demzufolge natürlich. Gar keine Frage. Wenn Sie jetzt so einen Blick auf den Wahlkampf nochmal zurückwerfen, was denken Sie, wo haben Sie da gepunktet, wo haben Sie vielleicht auch verloren? Man sieht es ja erstens an der Wahlbeteiligung. Ich glaube, wir konnten schon die Leute davon überzeugen, an die Urne zu gehen. Wenn man sich mal die Urnengänger und die Briefwahlgänger betrachtet, da bei der Urnenwahl, da sind wir ganz klar Sieger. Also da haben wir weit über 30%. Und gut, bei der Briefwahl, wir haben da hinten eine andere Meinung zu dieser Briefwahl und demzufolge, da haben wir natürlich ordentlich eingebüßt. Aber wo wir richtig punkten konnten, war zum Beispiel auf den dörflichen Stadtteilen. Also weil da waren wir auch unterwegs gewesen und ja, in den Ortsteilen dort und da haben wir also eine hohe Wählerschaft akquirieren können. Sie haben vor allem das Thema Sicherheit, Ordnung groß gespielt. Ich glaube, das war das zentrale Wahlkampfthema von Ihnen. Wird das jetzt weiter so gehen in den 4 Wochen? Ja, natürlich. Ist ja nach wie vor ein großes Problem hier. Und wir werden dieses Thema natürlich nach wie vor beackern, aber auch unsere anderen Themen, die wir gesetzt haben, also Schulen, Infrastruktur und so weiter, da sind wir ebenfalls dran. Wie ist jetzt der Plan, auch die Wählerschaft der anderen Parteien für Sie zu gewinnen? Genau, das ist der große Plan. Also wir werden weiterhin unsere Themen halt offenkundig darbieten. Wir werden mit den Leuten weiter ins Gespräch kommen, werden unseren Wahlkampf nochmal dahingehend ausrichten und ja, in der Hoffnung, dass dann viele Wähler, die jetzt sich für andere Parteien entschieden haben, dann uns ihre Stimme geben oder mir. Ich hätte nochmal nachgehakt, wir haben eine andere Meinung zur Briefwahl. Das war jetzt kein versteckter Manipulationsvorwurf. Nein, überhaupt nicht. Ist ja alles noch Recht und Gesetz und das ist ja sozusagen legitim. Aber da sieht man halt schon die unterschiedlichen Ausrichtungen. Also da ist ja gravierend, haben wir dort weniger an Wählerstimmen bekommen. Das ist weit über die Hälfte, ne, was wir dort verloren haben. Und demzufolge sieht man das natürlich dann im anderen Blickwinkel. Das heißt konkret? Das muss ich erstmal verstehen. Ja, diese Briefwahl ist ja letztendlich damals gemacht worden, um Menschen, die vielleicht arbeiten sind oder andersweitig verhindert sind, die Möglichkeit zu geben, an dieser Wahl überhaupt dran teilzunehmen. Und jetzt mittlerweile wird die so favorisiert, diese Briefwahl. Ne? Also man kriegt ja sogar ein Anschreiben, man kann gerne eine Briefwahl machen, wenn man halt am Sonntag keine Zeit oder Lust oder was auch immer hat, ins Wahllokal zu gehen. Und das ist aus unseren Augen ist das der falsche Ansatz. Also es soll wirklich eine Ersatzwahl sein und nichts anderes. Also nicht zur nicht zur Gewohnheit werden.